Weg zur Königsstadt. Oh, das könnte meine sein. Ich bin doch der König. Yeah. Zwei Wachmänner. Oh, Sequence. Oh my. This is the very picture of the ancient civilizations I've read about. It's a pretty classic look. You know the old land of Torna? They had a proud and noble civilization, rivaled only by Judicium at the time. But whereas Judicium were the masters of biological arts, Tornans knew all there was to know about engineering. The proud blood of Torna runs in the veins of us, Tantalese. As there are people to pass it on to, civilization will endure. Knowledge is inherited, much like life itself. Nice quote. You should write that down. Thank you. It's not that simple, though. Huh? You'll see. Was für eine schon wieder göttergleiche Chor-Gesangshymne hier im Hintergrund. Wie in Indol. Ich glaube, diese beiden Königreiche Indol und Tantal sind die beiden krassen hier. Hat man ja auch schon so halbwegs vermuten können, als wir auf dem Weg hierher waren, gab es eine kurze Sequenz von Siegs Vater, also der König, ich glaube, das war sein Vater, der muss ja eigentlich, ne? Der sagte, Ende des Dings macht er seinen Move, macht er seinen. Wie sagt man das auf Deutsch? Fängt er an, sein was auch immer zu machen. Was ja auch schon so ein gewisses Verhältnis zwischen Tantal und Indol impliziert. Und ja. Schauen wir mal, was dann auch auf uns zukommt. Nächste Sequenz. Wow. That's a pretty lively market. It's the black market. Black market? Tantal is so cold. There's precious little in the way of local produce to sell. Just look. All the regular shops are shuttered. You're right. They're mostly empty. Instead, folks pay ungodly prices for produce that's been smuggled in from other nations. And since it's the only thing keeping people from actually starving, the bigwigs just turn a blind eye. So most of the agricultural production is wasted just surviving, and the country grows weak. Exactly. So even the wisdom of a proud ancient civilization cannot solve all problems. Ancient civilization sounds good and all, but basically, this place is a giant museum with no tourists. That's not going to feed anyone. Da hat jemand aber sehr, sehr starke Bindung zu seinem eigentlichen Heimatort. Oh, achso, neuer Auftrag. Ich sagen, sind schon zurück. Nein, neuer Auftrag bloß. Okay. Ja. Schauen wir mal, wenn ich noch ein paar Zylinder, noch nicht alles voll habe an Zylindern, kaufe ich ein paar Zylinder zum Bergungstauchen und mache vielleicht schon direkt den ersten Level nach oben. Aber ich kann nur einkaufen. Ihr seht, ich habe sehr viel davon gekauft, die sind teuer. Und trotzdem habe ich so viel Geld. Also das hat sich wirklich rentiert, dieses ganze Bergungsgetauch und so weiter. Ja. Und nun mal für die, die es gerne wissen wollen. Geld und Affinity zu den Städten machst du wirklich am besten im Spiel, wenn du Bergungstauchen machst im entsprechenden Gebiet, im entsprechenden Kontinent und so weiter und dann die ganzen gebergungstauchten Sachen hier eintauschst gegen diese ganzen Sachen. Hier sieht man hier, gibt ja mächtig Gold, 32.000, bla bla bla. Was man dafür braucht, ist halt meistens immer, was man durch die ganzen Bergungstauchgänge findet. Und ich sehe gerade, hier ist auch schon was dabei. Kam bereits 30.000, wo ist da fast das Höchste? Oh, guck mal. Ich habe davon offenbar schon sehr viel, ich weiß gar nicht wieso. Wobei ich glaube, ich kann in Tantal selbst auch nicht bergungstauchen, weil ich ja auch hier im Dingens bin. Ich kann ja auch in Uraya nicht bergungstauchen, sondern bloß außerhalb.
eines Titanen und das ist ja beides innerhalb eines Titanen. Also muss ich ja die Währungstauschsachen woanders herkriegen. Das habe ich schon gemacht, also offenbar habe ich hier bereits vorgesorgt. Gut. Dann holen wir uns ein paar davon. Jetzt habe ich schon Mut und Auffälligkeitsverstärker voll. Muss die also erstmal irgendwie loswerden. Entwicklung um 1 gestiegen. Nur um 1. Und natürlich, umso weiter in der Story du bist, umso später die Stadt dann kommt, umso mehr Punkte brauchst du auch durch das Entwickeln. Also das dauert umso länger, dann das hochzukriegen. Willkommen zurück, Black Witch. Ja, ich bin immer und überall. Wegen meinem Applaus bei Samira, oder was meinst du gerade? Hab ich gut gemacht, ne? So, alle weg. Die Dinge brauche ich sowieso gar nicht wirklich für meinen Geschmack. Das heißt, ich werde gezielt Blades farmen, das habe ich ja schon mal erwähnt. Das ist noch lange hin bis dahin. Und ich kriege die an eh im Überfluss, wenn ich die ganzen Sachen eintausche. Aber was soll der Quatsch? So. Yep. Flop. Flop. Und noch einer. Geilo. Und den für 16.000 machen wir auch noch, würde ich sagen, ne? Oh, 10 Mal kann ich das machen. Ja, geil. Also mein Geld wird wieder in die Höhe sprießen. Läuft. Schlaraffenland. Fahne. Dankeschön, Dankeschön. Ja, das war's dann noch. Hier lohnt sich kaum. Dachte auch, 3000 ist eigentlich nichts. Level 2. Geht noch ein Entwickler nach oben? Nein. Ich glaube, in Argentum AG hätte bereits das Geld jetzt gereicht, um auf Level 5 zu kommen. Insgesamt tatsächlich. Hier haben wir bei Level 2 geschafft. Voll gut. Aber lass mal schauen, ob wir uns jetzt vielleicht hier schon mal nicht einen Laden erkaufen können. Aber ihr seht, ich habe mein Geld gerade fast verdoppelt. Einfach nur durchs Eintauschen. Ich habe dafür nicht mal explizit gerade gefarmt. Das war einfach schon da von vorigen Farmrunden. Seltenauftrag. Ja, alles cool. Gib her. Ebenso vielen Dank. Danke, danke. Und tschüss, tschüss. Und deswegen finde ich es inzwischen auch nicht mehr so wichtig, jetzt jeden hier mit dem Stern anzusprechen. Denn ich brauch's ja irgendwie doch nicht, weil das bringt mir nicht so viel Sterne zu einer Kontinentation wie das andere. Das lohnt sich ja nicht, glaube ich. Quasi gar nicht. Aber da fällt mir ein. Nee. Wieso hat ein Ding jetzt gerade Beobachtungsgabe bekommen? Ist nicht auf dem Auftrag? Mit Nopon rede ich trotzdem noch genau deswegen. Ich wollte kurz sagen. Jetzt konnte ich sein Nopon-Wissen steigern, weil ich mit so und so vielen Nopon gesprochen habe. Sehr schön. Plop. Yeah. I feel I really get Nopons now, you know? Ja, ja, klar. Siehst du auch nochmal machen, muss ich das Ganze. Alles nicht super wichtig, aber ich glaube. Meeresfrüchte des Jahres, 4 Stück. Ja, aber mal rein, weil ich habe ja. Hier, ich habe auch hier, wie man sehen kann, bei Nia und bei Rex inzwischen 2 Taschen. Ich konnte sie ja erweitern. So, mit X. Hier hat er Items bekommen, das du erweiterst, habe ich dann gemacht. Läuft auch. Was war das? Meeresgericht und... Was noch? Habt ihr euch was gemerkt? Habt ihr euch was gemerkt? Habt ihr zugehört gerade? Ich habe mir nichts gemerkt. Mist. Nochmal zurück. Ah, oh, das gibt's doch nicht. Meeresfrüchte und Desserts. Seid doch Desserts. Ja, nö, ja, vielen Dank, Kurin. Danke für nichts. Mann. Meeresfrüchte links, Desserts rechts. Ja. I've been wanting one of these. Desserts, ja. Nehmen wir doch die Mondponnen-Teilchen. Da habe ich 10 Stück von. Die müssten theoretisch automatisch nachgefüllt werden, solange es geht. In 20 Minuten wieder, da muss ich gar nicht drauf achten. Ich meine, ich könnte jetzt auch einfach zack, zack, zack hin und her alles nacheinander hingeben, kein Problem. Und den einfach mal steigern, hätte ich längst machen können, aber das ist mir ein bisschen zu doof, deswegen tue ich es jetzt nicht. Ging ja aber theoretisch. So, da waren wir ja schon. Kanadier. Ja, verdammte Idol-Nagas. Ich stehe kurz vor einem medizinischen Durchbruch. Da lasse ich mich von denen doch nicht dazwischen funken. Was ist los? Ja, was wollt ihr von mir? Falls ihr nicht bemerkt habt, ich bin ziemlich beschäftigt, habe keine Zeit mich... Moment. Es befindet sich nicht zufällig ein Meister unter euch, oder?
Na sowas. Ach, warum habt ihr es nicht gleich gesagt? Hört mal, ich habe da vielleicht genau den richtigen Job für euch. Nichts Kompliziertes, es wäre nur ein einfacher Botengang und eine dicke Belohnung gibt es obendrein auch noch. Also, was sagt ihr? Werdet ihr mir helfen? Na schön, vielleicht soll ich ein bisschen mehr ins Detail gehen. Also, ich forsche zurzeit in einer bestimmten Arznei. Streng geheim das Ganze natürlich, ja. Falls mir die Herstellung des Tranks gelingt, werde ich damit Leben in ganz Alrest helfen können. Die Leute nicht leben. Doch jetzt, kurz vor Beendigung meiner Forschung, scheint mir das Schicksal ein paar Steine in den Weg zu legen. So eine Sauerei aber auch. Eine Gruppe Idol-Nagas hat sich dort breit gemacht, wo eine der Hauptzutaten für den Trank wächst. Und deshalb dachte ich mir, könnt ihr mir an den Ort vielleicht ein bisschen säubern? Klingt doch eigentlich ganz simpel, oder? Nun, lass du dich lange bitten. Es ist immer für eine gute Sache und so. Okay, ja. Ah, hab Dank. Ihr seid ein strahlendes Symbol für Hoffnung. Für uns alle. Manche Leute sind echt zu gutgläubig. Was? Nein, ich habe nichts gesagt. Wie dem auch sei, zurück zu diesen lästigen Idol-Nagas. Also, sie halten sich irgendwo bei den Kristallfeldern von Argan auf. Ich zähle auf euch und vergesst nicht, welch großen Dienst der gesamten Welt damit erweist. Ja, okay. Natürlich. Nicht jetzt. Aufwind. Oh. Also Sprungkraft ist sowas von da. Windelement sowas von nicht. Ich wundere mich aber gerade, dass ich nur einmal habe. Okay, aber ich dachte, er wäre Level 2 schon drin mit Wind. Okay, ich sehe schon. Uraja. Das dazu. Ich muss meine Blades mal ein bisschen leveln, ne? Habe ich jetzt aber nicht vor zu tun. Ist mir zu doof. Hier hast du was gefunden, mal so ein. Ein paar Hilfskristalle. Kann ich nicht machen? Was? Das ist ganz cool. Bei einem Viertel aller Angriffe werde ich geheilt. Und zwar nicht gerade wenig. Hätte ich ganz gerne. Egal. Einsatz, Feuerschaden reduzieren. Vor allem ein bisschen. Nichts, was ich jetzt mega geil fände und was ich brauche. Ich weiß gar nicht, wann ich gegen Titanen kämpfe. Aktuell habe ich auch noch gegen keinen einzigen Titan gekämpft. Also es ist momentan fast sinnfrei, das Ding zu machen. Aber sieht jetzt nicht so megamäßig aus, das Ganze. Was wir da so haben, dann lassen wir es erstmal. Ich habe schon Level 2 hier. Ich muss wenigstens einen Händler finden, wo ich schon meine Urkunde sichern kann, oder was? Gib mir dein... Er hat zwei Dreier-Sachen. Könnte was dabei sein. Aber er hat keine Zweier-Sachen. Mal schauen. Nein. Natürlich nicht. Wäre auch zu einfach. Ich habe lange nicht bei sowas nachgesehen, ob die tolle Sachen im Angebot haben. 25 KP ist, glaube ich, gar nicht wenig. Gucken wir mal. Stärke 25. Klingt auch ganz gut. Tatsächlich. Crit-Schaden erhöhen. Okay. Der Rest ist mir immer zu spezifisch. Das mag ich nicht gerne. Mehr Leben, mehr Angriff. Könnte sein, dass meine Werte nicht ganz so hoch sind. Tatsache. Zack. Macht den Braten nicht unbedingt fett, aber fett her. Aber, okay. Leben habe ich nicht ganz so viel drin. Aber ich glaube, bei ihr... Ja, meine Güte, 130 Leben. Auf die Details kommt's an, ne? Es ist mehr. Es ist mehr. Und was magst du? Ja! Geilo. Da habe ich drei Stück, was? Ah, hier, das ist auch super. Viel mehr Angriff. Kleine Kitschungs mehr nach oben drauf. Ich hab offenbar, okay, ich muss es gleich hier machen. Ich habe tatsächlich noch drei im Besitz, also. Mensch, wo kommen die her? Ich bin mir recht sicher, dass ich erst vor dem Stream irgendwann heute gehuckt hatte, was ich noch so habe an Sachen. Muss ich vielleicht sogar in diesem Spiel jetzt seit heute beim Stream gefunden haben, das Zeug. Egal. Der Schaden. Explosionsartig nach oben geht das Ding. Ist einfach keine super Sache, aber guck dir das an hier. Zack, mega. Okay. Die Stärke geht flöten. 50, aber meine Güte, das ist, glaube ich, dann relativ wurscht.
Für die natürlich jetzt nicht so geil. Aber du bist Angriff. Du bekommst die auch. Du bist doch, ja klar. Ja gut, da ist Glück mit drin. Glück ist natürlich ganz cool, wenn du Blades ziehen willst. Aber ach komm. Der Schaden, der... Die kann ich nicht ignorieren. Das war super mega. So, vielen Dank dafür. Dann schauen wir mal, ob die anderen beiden auch noch was bringen. Das waren jetzt meine Angriffssplitter. Vielleicht habe ich noch Verteidigungssplitter mit drin. Die ich mir hier holen kann. Wäre ganz nett eigentlich. Ich habe lieber Blockrate als Crit-Chance bei Heilblades. Wie gesagt, zu wenig. Hier, beides für dich. Oh, nicht viel. Liebe Crosset. Geil. Siehst du? Bringt was. Und ich habe 6% Crit-Chance bei der Menge, die ich generell habe, ist deutlich mehr wert als 7 mehr Schaden. Oh ja. Nee, bleibt bis ist. Wechsel ich nicht. Aha. Ich nutze sie zwar nicht, aber falls ich sie mal nutzen müsste. So läuft das dann. Okay. Fein, fein. Magu, Magu. Wie geht's dir so? Lange nicht gesehen. Noch nie eigentlich. Ach, gar nicht so doll, ne? Gut, was soll's. War ich da vorne schon? Evening is upon us, it seems. Nein, ich glaube nicht. Fatigue is a silent killer. We had better rest soon. Fällt mir ein, ich bin auch gar nicht im Ego-Modus. Jetzt schon. Hallöchen. Ist ein Blade da hinten oder ist das ein Typ in Rüstung? Ist man sich nicht sicher. Ich sehe schon, auch hier wird es keinen Urkundengedöns geben. Nee. Sehr schade, sehr schade. Dafür gibt's aber das da. What have we here? Ein Sammelpünktchen. Plopp, upp. Ihhh. Käfer. Wasser. In der Eiswelt. Jetzt hier lang? Roppa. Jetzt doch raus. Oh, ein Außenbalkon. Und schon ist alles wieder kalt. Eisig. Wow, hallo Leute. Komm ich hier runter? Nein. Alles nur Balkon. Auch sehr ungewöhnlich, dass man gerade hier im Hintergrund Musik hat, wo gesungen wird. Nicht wirklich, dass das man normalerweise hat, ein Xenoblade. Noch richtig. Nicht einfach oh, sondern wirklich Worte, die gesungen werden, artikuliert werden. Ja. Margo, Margo, schon wieder? Der war doch eben nach oben gewesen. Ist das der gleiche Margo, Margo? Gibt es zwei, die gleich heißen? Ich habe doch sein Sternchen gerade abgearbeitet gehabt. Warte, wo war der? Hier war der, ne? Tatsache, der ist weg. Das ist ja ein Ding. Das ist ja ein Ding. Aber es ist sogar ein englischer Text. Das ist noch was, die Krönung der ganzen Sache. Das ist Englisch, was sie hier singen. Ganz, ganz untypisch. Ach was, Schnupfen holen. Ach was, Kugeln, sowas passiert uns nicht. Mein Team ist ja so wie ich. Wir trotzen der Kälte. Ach, hier war ich doch schon, verdammt. Dachte das nicht. Dann war ich aber da oben noch nicht gewesen. Siehste? Sag ich ja. Oh, ist immer hier neu orientieren, wie in einer neuen Stadt, ne? Immer schwierig zum Anfang. Die auch Augen? Oh, auch hier sehe ich keine Urkunde für uns. Oh, teuer ist es, ich meine, die Fresse 7000. Das muss aber eine Rüstung sein, ein richtiger Mensch, weil ich davon so viele hier sehe. Das werden keine Blades sein. Ja, und das sieht gut aus. Das könnte Urkunde geben. Das könnte Urkunde geben. 3000, ja, das war ein Arsch auch. Jawohl.
Und wieder sowas Sinnloses. Alltagsgegenstände können zählen mehr. Ich meine, das ist okay, aber... Brauche ich das? Nee, eher nicht. Apropos, kann ich jetzt... Nein. Ich weiß auch gar nicht genau, was jetzt als Alltagsgegenstand fungiert und was eben nicht. Ah, was? Was? Wieso? Da stehen geblieben da oben. Tefloneo. Was ein Name. Gib mir... Der hat nur Dreier-Sachen, okay.